Katharina, wie wohl oder unwohl hast du dich in den 50er Jahren gefühlt, in den frühen 50er Jahren? Also als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich natürlich gedacht, wow, ein Glück, nicht in dieser Zeit geboren zu sein, wenn man sich überlegt, eine Ehefrau muss ihren Mann fragen, ob sie nach Paris reisen darf und darf ihren Führerschein nicht machen und auch eben das Arbeiten muss auch erst erlaubt werden und so. Also diese Mann-Frau-Verhältnisse, die fand ich natürlich jetzt eher nicht so einladend. Letztendlich, ich finde diesen Stil und den Look dieser Zeit, der gefällt mir ganz gut. Ich weiß aber, dass zum Beispiel, als ich nach Berlin gezogen bin und meine erste Wohnung selber eingerichtet habe, da hatte ich auf dem Flohmarkt auch so Nierentische und so kleine Sessel gekauft und dann kam meine Mutter mich besuchen und hat gesagt, oh Gott, was hast du hier für grässliche Sachen. Für sie war das immer irgendwie so der Inbegriff von klein und eng und bedrückend und so. Also ich glaube schon, es ist viele Menschen und vielleicht dann auch Frauen mehr gibt, die eben die 50er Jahre schon als sehr beklommen empfunden haben und wir jetzt durch diese Modegeschichte da irgendwie eine Tür aufgemacht haben, die, ja, die einen dann nicht so ersticken lässt in dieser Zeit. Die Frauen träumen von Sinnlichkeit, dass Schönheit und Eleganz zurückkommen, Weiblichkeit. Wenn sich in einem alles ändert, aber draußen bleibt alles gleich, das passt nicht. Und was willst du machen? Ich ändere, was ich ändern kann. Mich. Das hier, das hat noch nie jemand gemacht. Wir werden völlig neue Größen haben. Das wird alles verändern. Was hat dich denn beim Einarbeiten in das Leben dieser Wirtschaftswunderfrau am meisten überrascht oder auch am meisten beeindruckt? Also am meisten beeindruckt, würde ich sagen, hat mich dann doch diese Entscheidung aus diesem großen Schmerz des Verrats, des Betrugs ihres Mannes. Sie entdeckt ja, dass ihr Mann ein Parallelleben geführt hat mit seiner ehemaligen Sekretärin, ein Kind hat, was so alt ist wie der gemeinsame jüngste Sohn der Burdas. Und ich meine, diese schmerzhafte Entdeckung umzuwandeln in so eine energiegeladene, tatkräftige Handlung wie so einen Verlag aufzubauen, das hat mich wirklich überrascht. Und als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, bin ich natürlich eigentlich ein bisschen davon ausgegangen, dass das vielleicht das eine oder andere dazu erfunden war. Und dann habe ich aber die Biografie gelesen und es war tatsächlich so, das hat mich umgehauen. Ja. Oh oh. Was soll das? Es war meine Idee! Und die Papiere mit meinem Konzept liegen daheim in meinem Sekretär! Anna, reiß dich zusammen! Du hast doch keine Ahnung. Dafür reicht's allemal. Anna, du bist meine Frau. Du bleibst daheim, wie sich's gehört. Dann lass ich mich scheiden. Dann mach's halt du. Hast du auch jetzt mit dem Burda-Stammhaus noch Kontakt gehabt? Hubert Burda hast du vorhin gerade erwähnt. War der irgendwie in der Vorbereitung mal zu Besuch oder Dreh oder gab es da einen Austausch? Nee, in der Vorbereitung hatte ich mit Hubert Burda keinen Kontakt, aber ich hatte eben jetzt, nachdem der Film fertig war, haben wir uns getroffen und ich war natürlich aufgeregt, weil ich, ja, das ist einfach, wenn ich mir vorstelle, jemand würde meine Mutter spielen, also genau, da hätte ich auch höchste Ansprüche und ich war sehr glücklich darüber, dass er gesagt hat, er hat so das Temperament und den Tatendrang seiner Mutter dort in meiner Darstellung wiedergefunden und da ist mir schon ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, weil abgesehen davon, dass ich die Geschichte spannend finde und es für mich ein toller Charakter war, in den ich schlüpfen durfte, ist es natürlich schon, es ist eine sehr intime Familiengeschichte auch, die da erzählt wird und eben auch in ihrer Emotionalität, denke ich, für ein, ja, er ist ja das Kind seiner Eltern, schon auch deftig, sich das anzugucken und ich finde es gut, dass es offenbar so gelungen ist, dass man das Gefühl hat, man kann es in der Intensität erzählen, ohne die Figuren zu verraten.